Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Ach, das Perlein spaziert in mein Boudoir. Mein Name ist Kochi und wir verprügeln jetzt die Penner. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Auf sie, Wunderarsch. Ach. Weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Na, mal gucken. Ich will nicht gleich zu Anfang wieder so viel Leben verlieren, deswegen... Bleib da hinten stehen. Endlich! Oh, hast du ein Aua? Oh, was macht der denn jetzt? Bereit machen für fieses Blinzeln. Piu, piu. Keine Sorge, die Augenbrauen wachsen nach. Versuch's doch, Wippert. Oh. Lass mir auch was übrig. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Und? Mal gucken, was rauskommt. Wunderbar, haut alles raus. Ah, ich dachte, der Angriff doch verschiebt sich auch ein bisschen. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Nein. Scheiße für dich. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Weiteres Opfer des Kuhn. Schade. Den habe ich gerade geopfert, Leute, aber... Ich glaub, der Kuhn ist wirklich tot. Müssen wir es halt so weiter durchziehen. Aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Nimm das. Aufwind. Okay, ich bin dran. Das ist die richtige Einstellung. Weiter so. Hau rein, Neuer. Mach ich auch ganz gerne mit dem Blitz. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Du siehst ziemlich im Arsch aus. Macht jetzt deine Attacke? Nö. Fäuste lösen wirklich schön jedes Problem. Du musst zugeben, wir Mädchen haben den großen Vorteil, dass unsere Klos sauber sind. Na egal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Okay. Waren wir schon mal hier? Also ab zum Mobilfunkbetreiber und mal gucken, was passiert. Kann ich die Katze eigentlich fangen? Mal gucken, ob die da rauskommt. Mal anrufen und dann schnappen. Kleiner Moment. Ist jetzt da? Ne. Wir behalten das mal im Blick und kommen dann auch mal wieder. Und mal gucken, ob wir sie schnappen können und dann zurückschaffen können. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können.
Müssten gleich da sein. Oh, hey Neues! Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und D-Mobile-Nummer bitte! Namen und D-Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wachst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es. Die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, rett uns! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Asche auf. Oh, wir zwei gegen die. Bin mal gespannt, was diese drauf hat. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Mein Internet! Macht sie was? Trifft sie einen? Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Alle meine Klingeltöne! Weg! Halt das für dich! Du Krebs! Was immer das war! Danke, ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool! Hatten sie das gerade schon mal gehabt? Ich glaube, das. Nein, das hat mich nicht gehabt. Matt, Matt, Matt! Du bleibst ab sofort offline, Troll! Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Oh, wie seid ihr Penner denn drauf? So, dann haben wir bloß noch diesen einen. Oh, der Chef ist da. Der ist so riesig. Name und die Mobile-Nummer bitte. Wow. Los, kommt. Plus-Konto? Wer hat denn sowas? Ja, wer hat sowas? Was? Mobilität ist eine meiner Superkräfte. Wir brauchen hier mehr Verkaufskräfte. Oh. Dafür mag ich ihn nicht. So, wir sind nochmal dran und mal gucken, was sie machen kann. Achso, wir sind verlangsamt. Hey, ja, ja! Sag Cheese! Ich knöpfe mir jetzt den Manager vor! Die Kunden brauchen Hilfe! Ah, noch einen. Und noch zwei. Lassen wir natürlich nicht zu. Sieht böse aus für die Bösewichte. Oh, bin gespannt, was sie kann.
Ohren scharf! Oh, cool. Ich sehe es nicht. Nee, da komme ich nirgendwo ran. Das bringt auch nicht viel und das hilft auch nicht. Gut, nächste. Die ist immer noch ein bisschen langsam. Aber... Brutal! Sorry, nicht sorry. Die Kunden brauchen Hilfe! Nein, brauchen wir nicht. Ja, heil sie. Der Krebskönig ist der Boss! Schaltet ihn aus! Das macht sich gut im Superhelden-Lebenslauf. Gedoxt! Und besiegt. Oder? Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Leg dich nicht mit Callgirl an. Wow. Das kann wir auch gegen Krebsmenschen. Oh, danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Wie? Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Korge. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lieft, ruf mich an. Bisschen dreckig hier drin, ne? Klar, behalt deinen Vertrag, wenn dich verpasste Anrufe und ein lahmer Datentransfer nicht stören. Testen wir den Upload Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Natürlich. So, Hammer. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Klar mache ich ein Selfie mit meinem Befreier. Schön. Wow. Hast du Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen? Nein. Wer will das schon? Wir gucken noch mal kurz zurück, in der Hoffnung, dass wir die Katze nehmen können, wenn ich die Zeit einfriere. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. So. Okay. Warum ich das nicht schon eher gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ich möchte lieber nicht wissen, wovon du dich ernährst, Neues. Neues, wir sind Neues. Cool. Hier bringt ihn mal kurz zurück. Vielleicht haben wir dann noch die Möglichkeit, mit den zwei Selfies zu machen, um da halt die 10 zu erreichen für Erfahrungspunkte. Müssen wir mal schauen. Ich vermisse immer noch ein paar von meinen Mizis. Hey, Pupsemäuschen, hast du meine ausgebüxten Muschis schon gefunden? Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts. Wie viel hat er denn? Wohin des Wegs? Wollen wir denn eigentlich? In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Um ihm da zu helfen. Wir bräuchten zwar die 500, bis denn, aber haben wir nicht ganz, wir haben nur 499. Sollte auch reichen. Das ist unsere Chance!
Okay. Ungünstig. Ich würde mal sagen, machen wir kurz Pause und treffen uns gleich wieder. Hallo Leute und willkommen zurück. Mein Name ist Koji. Und nein, das ist ja kein neues Video, das ist ja quasi... Geht nach der Unterbrechung weiter. Haben wir nicht entdeckt? Krass. Hast auf Atemkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Pass bloß auf. Oh, der Selbstjustizler, ich träume wohl, verdammt. Na komm, verprügeln wir noch ein paar Polizisten. Vier Stück an der Zahl. Wer will zuerst? Auf sie, Wunderarsch. Wupp mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Fuck, was ist das hier für eine super Schurkenscheiße? Super. Nochmal super. Ich bin dran. Okay. Pew, pew. Ah! Was für eine hübsche Lightshow. Du bist verhaftet. Hey, was soll denn das? Also los. Versau das nicht, Blödsack. Das gibt garantiert wow. Das war gut. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das könnte brennen. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Auf den Boden! Na los, Blitzerbeiner. Ach, schön, wie es macht. Na komm, du auch noch. Hau dich aus. Oh, verdammt! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Fühlt den Zorn von Humankind! Pew, pew. Genau, Drachenlaser, die gibt's wirklich! Mach dich aufgeregt! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Bin ich schon am Zug? Okay. Omega Crash Extra. Ein gründliches Fisting. Los geht's, Furzlord. Ich glaube, das mache ich ganz gerne. So oft, wie ich das mache. Wunderbar, schaut alles raus. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Nimm das, Bitch. Oh, da kommt der nicht mehr dran. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Cool, 69. Ich weiß gar nicht, wo wir das gebrauchen können. Aber das ist nicht schlecht. Da haben wir jetzt noch einen neuen Platz und da haben wir natürlich sehr, sehr viel Punkte dazu bekommen. Machen wir gleich mal. Falsche Taste. Gucken erstmal nach, was wir denn hier verwenden können. Ist ein kleiner Platz. Ah, die 69 können wir auch da gleich einsetzen. Ich weiß gar nicht, ich könnte mal hier reingucken, ob es hier irgendwas gab. Ich bin mir nicht sicher. Ne? Gab es noch was im Haus? Aber so viel Zimmer gab es ja eigentlich auch nicht. Ach, das hier. Mal gucken, ob wir den dazu gewinnen. Wer uns dabei helfen kann. Nee. Geht's hier noch raus? Stimmt, hier ging's noch raus, aber hier gab's auch nichts weiter.
Ein Grill, ein Gartenhäuschen? Nö, nicht. Okay, wieder rein. Gucken wir noch mal kurz ins obere Stockwerk. Ob es da irgendwas gibt, was wir brauchen können. Oder was wir noch nicht haben. Und dann machen wir uns weiter zum Restaurant. Wir haben ja auch alles rausgenommen, weggenommen. Hier. Kinderzimmer. Haben eigentlich auch, glaube ich, alles soweit. Schön. So, die Fahrung gemacht. Und hier war das Arbeitszimmer und da war der Kampf. Aber sonst lag hier, glaube ich, nichts rum. Nee. Also können wir gehen. So, unten. Oh, hier. Habe ich es jetzt gesehen? Wir waren schon mal hier, aber da ist mich echt nicht interessiert. Und habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Peinlich. Tür, Tür, Tür. Ah, hier. So, weiter geht's. Weiß gar nicht, gucken wir nochmal ins Altersheim. Das war so eine kleine Schwäche von mir. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ich erinnere. Wie? Die klauen mir hier mein Spiel. Ich kriege Metformin gegen Diabetes und dann 3 Blutdruckpillen. Alle 2 Stunden, oder? Hammer. Waren es 2 alle 3 Stunden? Ach, gleicht sich aus. Haben wir die auch schon? Ich glaube, wir haben die schon alle. Können wir Keyboard spielen oder Klavier? Nein, können wir nicht. Gut, dann können wir wieder gehen. Da gibt es nichts weiter zu sehen und zu gucken. Deswegen raus hier. Jetzt könnten wir nochmal den Kampf versuchen. Ob wir den schaffen würden. Ich glaube, jetzt sieht das Ganze schon viel, viel besser aus. Ich habe nie die Katzen so in Fokus erhalten oder beziehungsweise an die so gedacht. Jetzt fällt uns erstmal alles ein und jetzt fange ich an, die suchen, die zu suchen. Haben wir die jetzt? Ich glaube schon. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen können und. Gut, weiter geht's. Oh, ist wieder offen. Entschuldige mein unprofessionelles Verhalten vorhin. Bei mir läuft's gerade beschissen. Okay, klar. Lass dich bloß nicht von den Cops erwischen. Nee. Juhu! Hey. Danke. Tauli wird dir auf Instagram folgen, versprochen. Okay, dann machen wir mal ein schönes Bildchen. Für jeden. Wow. Okay, wir haben einen Deal. Na gut. Cool. Bitte versuch nicht wieder den Laden abzufackeln, ja? Nee. Oh, der war doch richtig. Da wollte ich genau hin. Also genau hier wollte ich hin. Ach, ist ja schon mal nicht schlecht. Aber da gibt es noch so viele Nebenwirkungen, die nicht so schick sind. Deswegen lassen wir das mal so, wie es ist. Und gehen raus hier und gucken weiter. Oh mein Gott, der schlimmste Kunde aller Zeiten. Oh, du bist mal locker der schlimmste Mensch der ganzen Welt. Fangen wir ihm an zu prügeln. Okay, Schnuckis, wollt ihr das Tagesmenü sehen? Du schaffst das! Au! Ah, ihr Süßis seid solche Fiesis! So toll, dass ihr da
Scheiße gelaufen, Neuer. Aber nicht ganz so kacke wie für sie. Gut, gut. Danke, so muss ich ihm nicht selbst den Finger zeigen. Bestellt, ihr Süßen! Pew, pew. Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Jumenkeit. Carmen, halt's Maul mit deinen behinderten Kuhnsprüchen. Hoffentlich hilft das und... Hey ihr Süßen, ich hab dir jetzt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Na gut, aber... Ist ja erstmal nicht schlimm. Ich bin dran. Denn da haben wir... Das läuft genau wie geplant. Wir sind das Bein verhindert. Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuh. Das nenne ich Gerechtigkeit. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt, das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Wir brauchen nämlich das Geld. Wir haben nicht mehr allzu viel. Irgendeiner hat das alles ausgegeben. So, wir versuchen das nochmal. Los, das ist unsere Chance. Und? Hi, willkommen im Raven Schnucki, nur eine Person. Da, das Kind hat Porsche und Mercedes verprügelt. Und das Kind ist da, um die Kreditkarte meines Dads zurückzuholen, ihr dickbusigen Diebenen. Du hast uns die Kreditkarte gegeben, weil du nämlich mit uns wresteln wolltest. Stimmt nicht, ich wollte bloß gehen. Und warum hast du dann gesagt, Moment, Girl, ich komme gleich mit der Kreditkarte von meinem Dad zurück? Keine Männchen mehr. Herr mit der Karte, sonst gibt es Ärger. Gibt's hier ein Problem, Girls? Oh, gleich gibt's eins. Raisins Girls, sammeln! Das sind aber viele. Ich würde gerne mitnehmen. Gesperrt. Okay, dann halt doch nicht. Die anderen Gäste sind totale Verlierer, aber du bist echt cool. Wow, ey. Oh. Absolut, Süßi. Kennt ihr schon meine Hauptfreundin? Dass sie mir ja keiner antatscht. Das ging schnell. Was darf's denn sein? Wenn ich nicht angreifen darf, dann darf sonst auch keiner. Neue Regel. Wieso habt ihr mich übersprungen? Hau sie weg, Neuer! So, und? Hey, hey, lass diese Ladies gefälligst in Ruhe. Nicht die Mädels belästigen. Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Stell das auf Coolstagram. Oh, echt lustig, ihr kleinen Scheißer. Ich vermöbel dich wie meine Mama meinen Daddy, Schnucki. Oh. Ihr seid mal neidisch auf unser junges Glück. Hau rein, Neuer. Und los. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Alter, mach mal halblang. Die Schweine gehören mir. Ein frischer Wind zieht auf. Heilung. Muss er nicht atmen? Danke. Boah. Bin ich dran? Ha, machen wir das? Er ist auf jeden Fall riesig und stark. Aha! Oh, süß. Wie cool, dass durch mein Facettenauge ausgesehen hat. Alter, mach mal halt lang. Ihr wollt was, als wäre ich auf Vibrieren gestellt. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halt lang. Nein. So. Kranke Scheiße, Alter. Mach sie fertig, Saftsack. Ich
trinke ich. Der Wind der Gerechtigkeit. Die haben wir schon mal erledigt. Und sie auch. Sehr schön. Okay, Mädels. Jetzt reißen wir diesen Haarsöhnen ihre A-Löcher auf. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender? Dein Zug ist abgefahren, Arschloch. Super Crack zur Rettung. Mega Faust, Pacharu. Ja, Treffer reicht für einen Home Run. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Los, Wunderarsch! Und schaffen wir das? Wer tut einem Raisin Skull sowas an? Du hast es verdient, du Verführerin. Ja. Du bist aus der Friendzone geflogen. Oh mein Gott, damit bin ich so fertig. Das Böse fürchtet die Kite-Laser. Wohl bekommst. Danke, Ma. Ich habe übrigens voll in dein Essen geschmissen. Nimm das, Süßi. Oh mein Gott, ich hasse das. Okay, los geht's. Megafaustschlag. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Sucht euch selber eine Traumfrau. Kamerad am Boden! So. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Nicht hin. Also heilen wir ihn. Und heben uns das mal auf, in der Hoffnung, dass vielleicht noch einer zukommt, dass wir das dann benutzen dürfen, können, besser ist so, deswegen. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Nutides tragen müssen. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Nee, danke. Oh, hoffentlich verwendet der das nicht. Gleich kommt der Schwarm! Frissen und weg! Fisch! Schnuckis, kommt bald wieder. Okay, machen wir. Okay, ihr Bitches. Nur ihr und ich. Oh, Moment. Ich hab wen mitgebracht. Ich mach dich nicht. Oh nein. Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Dein Zug nehmen wir uns mal eben. Danke. Versuch's bei mir nicht auf die harte Tour. Meine Sektenklasse startklar! Das haben wir auch schon mal gesehen. Ist lange her, dass wir nicht so oft verwendet haben. Zähne putzen! Sofort! Halbe Portionen wie dich verputze ich zum Frühstück. Nein. Schade, dass es mit uns nicht geklappt hat. Jetzt muss ich den ganzen total schade. Ja, ich mach das mal andersrum und heile jemanden, sondern ihn ja. Bin ich jetzt nochmal dran? Ich kann nicht mehr lange. Nimm das. Ziemlich stürmisch hier. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Ich kann gerade nicht mal an Tingy Tingy Wings denken. So. Wir heilen mal. Nee. 50 auch nicht. Kann man was denn das mit 100? Dann bin ich weg. Das habe ich gebraucht. Gefährliche Kurven voraus, Jungs. Oh, super. Autsch. Das hat sich ja voll gelohnt. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt?
sehr viel Lebensenergie. Das werde ich egaler sein. Mein Arsch hängt. An mir ist viel lieb zu haben. Nein. So ein Mist. Verpiss dich doch. Alles in Ordnung? Super. Okay. Wir machen das Ganze so. Wir... Ja! Das war nötig. Wow, wie viel Lebensenergie hat der denn? So, sie kann es erstmal hier bezaubern. Und dann noch die kräftiger. Gute Neuigkeiten, ich bin dran. So behandelt man doch keine Dame. Ja, bist du nicht zum Glück. Hurra, Zitronenriegel für alle! Haben wir noch hier zu besiegen? Da hinten? Nein. Hä? Okay, gut. Hier ist sie! Jetzt macht mein Dad mich nicht mehr zur Sau! Die muss zurück in seine Kommode! Wow, wir haben schon 32 Kostüme! Naja, du bist der Beste! Ich weiß. Ich folge nur Cyborgs. Das ist mein Ding. Du ja? Tut mir leid. Ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Gerne. Okay, hier ist einer. Ah, haben wir schon. So ein Mist. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht finden wir noch jemanden, der ein Bildchen machen möchte. Siehe. Oh, bevor du einen Pass hast, denke ich nicht mal im Traum daran, ein Selfie mit dir zu machen. Ich mache ein Selfie mit dir, aber nur weil deine Charakterklasse nicht komplett schwul ist. Oh, da haben wir auch Glück gehabt. Ah, haben auch schon. Ja, ja. Ich finde nur schnelle Helden richtig schwul, sorry. Tut mir leid, ich folge nur Pflanzmagiern. Ich mache mich weicher. Ich mach nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Ja, du musst dir erst einen Selfie-Pass besorgen. Oh mein Gott. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Waren wir hier schon mal? Doch, hier waren wir schon mal. Interessant. Ach, hier ist der Eingang. Was kostet denn so ein Selfie-Pass? Oh, wir haben hier 18. Boah, 15. Also machen wir bestimmt mal irgendwann. Willst du noch Fun Fries dazu? Da habe ich auch nicht drauf gespuckt. Das ist nett. Wuhu, gute Wahl. Krieg ich noch so. Haben wir da auf jeden Fall wieder ein paar Gegenstände zum Craften, um es heilen zu können. Das ist ganz gut. Machen wir nochmal eins. Die sind auch schick. Machen wir echt viele von. Weil die sind gut. So, die Mission haben wir jetzt auch erledigt. Die haben uns auch in letzter Zeit sehr, sehr oft geholfen.
Haben wir davon hier 4 Stück? Ah, wir haben keine Flaschen mehr. Schön. Lassen wir weg. Okay. Wir gehen mal wieder raus. Und gucken mal, was wir noch so für Missionen haben. Wir haben da das mit den Katzen. Wir haben da nochmal Krumm. Und da die Aufkleber. Ich würde sagen, an dieser Stelle hier, genau jetzt, wo wir da sind. Oh, müssen wir irgendwann noch da oben links in die Ecke? Bestimmt. Machen wir erstmal Pause. Wir treffen uns das nächste Mal wieder und spielen dann weiter. Und hoffentlich... Ja, läuft's gut. Okay, liebe Leute, ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Gerne kommentieren, abonnieren und viele, viele Däumchen hinterlassen. So ganz viele. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye. Kammerparty, wenn der Selbstjustiz allein sitzt.